Schwarzer Bildschirm. Noch mehr schwarze Bildschirme. Und damit, ich weiß nicht, wann es beginnt. Herzlich willkommen zu einer Nachkommen. Tierung. Ich glaube, das ist ein bisschen. Ich habe jetzt leider den Ton nicht auf den Ohren. Ich warte nochmal. Bevor ich hier mit Erklärungen, inspiriert von historischen Ereignissen und Charakteren, und viele fragen sich, warum zeigt er uns das nochmal? Wir haben doch schon mit diesem Let's Play begonnen. Ja. Assassin's Creed, ja, das ist, erstmal ein herzliches Willkommen zu einem neuen Part von Assassin's Creed. Diesmal fange ich wirklich ziemlich anders an als sonst, und das liegt daran, weil das hier eigentlich gehörte mit zum Twitch-Stream, und mitten im Stream, ich wollte halt ein bisschen Assassin's Creed. Wenn Ihnen die Messer Stream, ausgehen, füllen Sie Ihren Vorrat hatte. In Masyaf auf oder bestehlen Sie einen Gadget. Oder er noch das aufnehmen musste, also an einem Samstag. Und da ist mir leider aufgefallen, dass Twitch die ersten 17 Minuten meines Streams ohne Kommentar, also ohne dass meine Stimme zu hören war. Es war eher, nichts zu hören, außer In-Game-Sound. In-Game-Sound gab es, aber meine Stimme nicht, war aus irgendeinem verdammten Grund mein OBS mein Mikrofon rausgeschmissen hatte und ich erstmal gucken musste, woran das lag. Na gut. Ja, wir wollen jetzt die Mission weitermachen, und also ich bin wirklich glücklich, Spiele live zu kommentieren. Dieses aufgenommene jetzt rüberquatschen, das ist so, als ob ich mir irgendein Video aus dem Internet gezogen habe, da die Kommentarspur desjenigen gelöscht habe und einfach jetzt meine drüber lege. So beschissen fühlt sich das gerade an. Ich glaube, wir sind auch nicht sehr weit gekommen, und das ist jetzt nur eine Aufnahme. Ich muss für Samstag, muss ich Assassin's Creed nochmal nachaufnehmen, das heißt 3 Folgen. Und ja, da werde ich wohl wahrscheinlich früher auf, was willst du denn, Junge? Was? Zack, zack. Ups, ist mir ausgerutscht. Was? Zivilisten, das wird, ja, er hat mich geschubst. Ich wollte ihn eigentlich schubsen. Eigentlich wollte ich ihn wirklich so an den Kran packen, wie ich es im letzten oder vorletzten Part gemacht habe. Und wollte ihn runterschubsen. Aber dann, ja, hat er das Schwert gezückt. Alter, er ist ein bisschen ungestüm in sowas. Man sieht, er macht, wenn jemand ihn provoziert oder irgendeine falsche Mission gibt, ne? Da zückt er mal das Schwert und macht einen geschmeidigen. Na gut. Ja. Wie gesagt, ich muss noch die Folge für Samstag nochmal nachproduzieren, aufnehmen, und ja, wann ich das mache, keine Ahnung. Ich habe noch genug andere Dinge zu tun. Ist ein Wunder, dass ich mir an einem Dienstag Zeit nehme, um nochmal ein Let's Play zu kommentieren, und eigentlich habe ich keine Zeit, weil ich bin erst um 17 Uhr zu Hause und nicht mehr so viel Lust. Noch irgendwas nur gut, wobei spielen geht immer, aber ich bin wirklich körperlich etc. Ich bin einfach nur fertig und will einfach so ein bisschen hinsetzen und Entschuldigung. Einfach nur chillen. Mich selber viel. Wobei ich jetzt schon nicht fertig kommentiert habe zu spielen, aber heute ist auch das Länderspiel Deutschland gegen Holland, und das ist ein besonderes Spiel, und das möchte ich mir nicht denken. Das Thema möchte ich jetzt auch hier nicht neu aufrollen. Ich habe das im GTA-Part am Freitag, weil das auch an dem Tag schon geschehen war, nach dem Länderspiel, habe ich da meine Stellung zu genommen.
Ich möchte es jetzt nicht nochmal ausbreiten. Ja, GTA, das ausgerechnet im GTA-Spiel anzusprechen ist, fand ich im Nachhinein ein bisschen, los, wenn man es so ausdrücken möchte, aber ich habe ja nur eine Startwaffe. Also, wäre das bei einer Schießereimission gewesen, das wäre echt respektlos gewesen und dann hätte ich diesen Part auch gelöscht und vielleicht nochmal neu aufgenommen. Aber da wir gerade am Rumcruisen waren und eh am Ende des Parts waren und ich keine neue Mission anfangen wollte, habe ich mir gedacht, okay, beginnen wir mit der Mission, kann ich das Thema nochmal ganz schnell anschneiden und dann bin ich ein bisschen abgeschweift und ja, dann wurde, habe ich ein bisschen die Folge überzogen, aber naja, ja. Was für eine kranke Welt. Aber ich will jetzt nicht davon anfangen. Wir wollen ja, wir müssen nach vorne blicken und müssen auch so weitermachen, wie es ist. Sonst bleiben wir in diesem Kreis stecken und das wäre nicht so schön. Kommt nicht näher. Ja, was könnten wir denn anschneiden? Wir können ja mal ein paar Gaming-Themen anschneiden. Ich meine, jetzt habe ich ja die Freiheit, mich über Sachen zu unterhalten. Zum Beispiel das Pokémon Rot, Blau und Gelb nächstes Jahr für die virtuelle Konsole kommt. Also, dass man sich das auf dem 3DS runterladen kann aus dem eShop. Geile Sache. Was ich mich allerdings nur frage, also es war schon immer so ein Wunsch, so alte Generationen so zu kaufen. Also über einen eShop auf dem 3DS direkt. Aber was ich mich frage, wie geht das mit dem Tauschen? Kann man tauschen? Oder muss man das nehmen, was in der Edition vorhanden hat? Ich meine, Nostalgie hin oder her, das stört nicht, ob da ein paar Pokémon fehlen. Aber ich meine, damals hat ja dieses Feeling, dieser Hype um die ersten Pokémon-Editionen auch das Tauschen mit ausgelöst. Mit anderen Leuten, ja, welches Pokémon hast du? Und boah, du hast einen Shiny in einer Safari-Zone gefangen. Bitte, ich geb dir auch ein durchmissing nur geklontes Glurak. Ja, damals, Alter. Das waren geile Zeiten. Aber ich muss sagen, also meine erste Edition kann ich ja ein bisschen erzählen, um wieder auf die Nintendo-Schiene zurückzukommen. Ah, jetzt bin ich auch ein bisschen lauter. Ich muss mal kurz das, Entschuldigung, ein bisschen laut, aber ich musste das Mikrofon mal anders stellen, weil ich voll leise war. Ich höre das ja auf meinen Ohren. Meine erste Edition war Pokémon Gelb und ich kann mich noch ganz gut dran erinnern, wie ich voll die Probleme hatte, Rocco zu besiegen. Ich habe auch sogar als Kind habe ich diese Edition 5000 Mal neu angefangen, weil ich dachte, dass ich irgendein Special Pokémon wie Shigi oder so vergessen hatte, um ihn zu besiegen. Nach einer gewissen Zeit habe ich gemerkt, oh, ich kann ja mir Nidorans fangen. Und oh, die können nach einem bestimmten Level Doppelkick erlernen. Das hat die Sache so vereinfacht, ne? Ich meine, ja, man hätte sich auch ein Mankey auf die Route Richtung Siegelstraße Pokémon-Liga fangen können. Aber ich glaube, ich hatte mir sogar auch eins gefangen. Ich war immer so, ich bin auf jede Route gegangen und habe so lange abgesucht, bis ich bekomme. Alle. Und ich hatte auch einen Mankey, aber es konnte nur Kratzer. Glaube ich. Oder ich hatte ehrlich gesagt, ich war damals, wie wir alle, denke ich mal, zu der Zeit, weil, ja, ich gehöre noch zu den Leuten, die ersten Generation von ganz neu, also wo alles neu war, wo man noch kein Vorwissen hatte.
Und ich gehörte dazu. Ich war damals wirklich dumm und stupide und keine Ahnung. Auf jeden Fall hatte ich auch Gelb nie zu Ende gespielt. Ich glaube, ich habe alle 8 Ohren gesammelt als Kind. Hab aber es dann ab der Siegelstraße gelassen, weil die Siegelstraße einfach nur beschissen kam dann nicht weiter. Keine Ahnung. Ich hab's als Kind nicht gescheckt. Naja, und dann, ich habe das natürlich ein paar Jahre später mal nachgeholt. Und dann hier geplättet. Aber das war, hat ein bisschen Zeit gedauert. Und dann kam ja die zweite Generation und eigentlich auch meine Lieblingsgeneration, meine absolute Lieblingsgeneration. Und die Gold- und Silber-Edition, vor allem Gold, weil Gold war meine, die ich besessen hatte. Die war goldene Zeit. Also so wie die Edition war, die ich besessen habe, so war die Zeit auch für mich. Weil, keine Ahnung, dieses Feeling, neue Region, 100 neue Pokémon, was damals 251 waren, noch dazu, dass man dann noch die alte Region besuchen konnte und das Spiel hatte für die damalige Zeit so viel Input, abgesehen von der Levelkurve, aber über die wollen wir uns streiten, das hat wirklich meinen Spielspaß damals nicht gestört, da war ich noch nicht so anspruchsvoll wie heute, denke ich mal. Heute sage ich, wenn ich jetzt, ich habe ja Pokémon X auch gespielt. Die Arena-Leiter war. Wobei, ja, Citro hat mir ein bisschen Schwierigkeiten gemacht. Muss ich leider sagen, ein bisschen Panik, aber irgendwie waren meine Pokémon aus irgendeinem Grund unterlevelt, keine Ahnung. Aber ansonsten waren die. Der war der einzige Schwierigkeiter. Und das fand ich dann, die Top 4 fand ich dann auch so prickelnd. Zum Glück gab es dann nochmal ein Rematch. Doch riskiere ich besser nichts und alle und, heim. Aber und naja, wette, dass ich auf jeden Fall Feile die goldene Edition werde. Ihr habt mir einen war großen Dienst erwiesen. Und das bleibt ich euch nie vergessen. Für immer das Videospiel, was in meinem Herzen auf Nummer 1 bleibt. Von den Genres her würde ich sagen, dass Pokémon bei mir auf Platz 1 ist. Ganz dicht, ganz, ganz dicht, gefolgt von The Legend of Zelda. The Legend of Zelda und Pokémon sind wirklich die zwei prägendsten Spiele, die meine Kindheit auch wirklich geprägt haben. Und wenn ich die einfach anfange mal zu spielen, dann kommen hier wirklich die Kindheitserinnerungen hoch und einfach ein schönes Feeling. Naja, und auf jeden Fall, da hatte ich es wirklich, also bei der Goldenen war ich halt vom Wissen her so bereit, ich muss mal kurz auf die Zeit achten, nicht, dass ich mich verplappere und ihr Schwarzbildschirm sieht, habe ich auch alles geschafft, ich habe Rot besiegt, ich habe naja, nicht alle Pokémon gefangen. Ging ja nicht, weil Celebi ja nicht irgendwie verteilt werden konnte. Ich habe mir immer ein Celebi gewünscht. Das war bis zur. Wann habe ich mein erstes Celebi gehabt? Wann habe ich denn mein Celebi bekommen? Ich glaube Hard Gold, genau. Hard Gold und Soul Silver, genau die Remix. Da war es das erste Mal, dass ich überhaupt ein Celebi besitze. Davor nicht. Und so Hard Gold und so Silver muss ich sagen, von den Editionen her belegen die ausgerechnet die von den Editionen Platz 2. Bei Hard Gold und so Silver hat einfach das, was ein damals als Kind an den Editionen, wenn man auch die erste Generation gespielt hat, gefehlt hat, hat voll und ganz erfüllt und es ist die beste Remake-Version, die es überhaupt gibt. Besser als Feuerrot und Blattgrün, muss ich sagen. Feuerrot und Blattgrün, ja, fand ich zwar schon als gut, aber es hat mich nicht so gefesselt wie Hard Gold und Soul Silver. Ich kann mich noch erinnern, als die Remakes rauskamen und ich das gespielt habe und
Alter. Hätte ich nicht so eine Eigendisziplin, ne? Ich hätte, glaube ich, dieses Spiel am liebsten am ersten Tag gleich komplett durchgezockt. Am besten 24 Stunden, wenn ich nicht rausgehe, nicht mehr zur Schule etc. Weil dieses Gefühl kam zwar wieder, aber es war natürlich nicht so wie damals, als das Gold und Silber nochmal, weil Pokémon Rot, Blau und Gelb hat einen Hype ausgelöst. Als Gold, Silber und Kristall rauskam, das hat nochmal eine ganze Spur draufgelegt, das war Bombe. Noch dazu Pokémon Stadium 1 und 2. Bitte, bitte Game Freak, bitte. Ich meine, auf YouTube habe ich boykottiere ich euch, leider aufgrund eures komischen Programms. Aber was die Games als Privatpersonen geht, bitte, bitte produziert von mir aus auch für die neue Konsole. Wenn ihr Pokémon Stadium 3 für die neue Konsole ankündigt, ne? Der ist gestorben. Guck mal, ich würde sogar dafür sterben. Ich hol mir entdeckt, stoßen Sie die Leute aus dem Weg? Konsole. Wahrscheinlich. Aber trotzdem, dann würde ich sie mir erst recht holen. Erst recht. Es würde Pokémon, also die gehörten einfach zu diesem Hype dazu. Die haben nochmal das schön ergänzt, so Pokémon in 3D. Boah, das war damals, für uns Kindern war 3D-Pokémon damals ein richtiger Party-Mann. Das war geil. Und die Arena-Leiterburg, unvergessen, da mein überhaupt Lieblingsmodus in diesem Spiel. Und als dann Pokémon Kolosseum rauskam, war ich erst so... Really, Nintendo? Was soll denn das? Kein Pokémon Stadium. Halt, ich so erst mal für Scheiße, dann habe ich gesehen, seit Grand Suicune und bei Marusin und Saphir nicht bekommen konnte. Wenn man die da tatsächlich fangen kann und übertragen kann, ja, dann hole ich es mir mal. Und... Was, jetzt schon zu Ende? Ich will aber weiter erzählen. Na gut, ich werde es euch das nächste Mal weiter erzählen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.